Hallo Leute, mir ist durchaus bewusst, ich sehe heute ganz besonders ungeschminkt aus. Ich habe auch erst überlegt, ob ich dieses Video nicht lieber in 2-3 Tagen drehe, wenn meine ganzen Brötungen, ausgequetschten Mitesser und so abgeklungen sind. Aber ich dachte mir, was soll's, so seht ihr wenigstens besser, wie das Make-up und der Concealer und so decken. Und ich zeige euch heute mal so meine aktuelle Make-up-Routine. Ich fange an mit der Rimmel Wake Me Up Foundation. Eigentlich deshalb, weil das im Moment die einzige Foundation ist, die farblich so ungefähr hinkommt. Sie ist nämlich ein bisschen dunkler als andere Foundations, die ich so besitze. Und seit ich letztens Selbstbräuner benutzt habe, ist mir alles ein bisschen zu hell. Und ich glaube, sogar die ist mir ein bisschen zu hell. Aber das wird schon passen. Ich verspreche es euch. Ich habe es gestern auch schon gemacht und da war ich noch dunkler im Gesicht. Und es sah einigermaßen aus. Ich habe leider im Moment nichts Dunkleres zu Hause. Das ist ein bisschen mies. Gestern war großer Gesichtsreinigungstag. Das ist ein Synonym dafür, dass ich mich hinsetze und abends an meinen ganzen Mitessern rumquetsche. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, ich habe vor einigen Monaten mal so ein Video mit Bodyshop-Produkten gedreht, die ich so gekauft habe. Also eigentlich war es ein Haul. Und ich habe euch da so ein Mitesser-Ausquetsch-Ding aus dem Bodyshop gezeigt. Das sah so ein bisschen aus wie irgendwas, was der Zahnarzt benutzen würde. Also es ist einfach nur so eine Metallstange mit so 2 Ösen am einem und am anderen Ende. Und damit kann man halt prima so Pickelchen ausquetschen. Und es ist zwar jetzt alles total gerötet, aber ich schwöre euch, die Haut ist total glatt. Und ich liebe es, Pickel auszuquetschen und mit Essay. Ich könnte das den ganzen Tag lang machen. Dann kommen wir zu Concealer. Und zwar habe ich hier einen neuen von MAC. Das ist der Moisture Cover Concealer. Und ich habe ihn in der Farbe NW20. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Farbe. Angeblich ist das nicht dieses typische NW, sondern eigentlich eine Mischung aus NC20 und NW30 oder irgendwie sowas. Also es ist so ein Zwischending, obwohl NW draufsteht. Das hat zumindest irgendwann mal Goss Make-up Artist gesagt und ich glaube, der Mann weiß, wovon er spricht. Ja, der Concealer kommt jetzt einfach auf mein halbes Gesicht. Ich mache das lieber, als zu viel Foundation aufzutragen. Kann ich euch immer zu raten. Der hat eine sehr, sehr angenehme Formulierung. Also wie der Name sagt, er ist wirklich schön feuchtigkeitsspendend. Also ist ziemlich unkompliziert, Deckkraft ist so mittelstark, also ja. Ich glaube, eigentlich ist es besser, wenn ich das mit den Fingern mache, zumindest an diesen Stellen. Diese angefeuchteten Schwämmchen, die nehmen nämlich immer so ein bisschen von der Deckkraft weg, habe ich das Gefühl. Krass, oder? Einfach nur ein bisschen Concealer und Make-up. Mehr habe ich bisher nicht aufgetragen. So werden wir alle verarscht von den Medien, ich sag's euch. Als nächstes sette ich das Ganze mit Puder und im Moment benutze ich eines, das ich auch relativ neu habe. Das ist dieses L'Oreal Nude Magique BB Powder. Und es gibt tatsächlich nochmal so ein ganz leichtes bisschen Deckkraft. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre das so ein ähnliches Produkt wie so diese Mineralpuder. Also es verschmilzt einfach echt richtig toll mit der Haut, finde ich. Und es mattiert auch relativ lange, ohne aber so todmatt auszusehen. So echt genau so ein Puder, wie ich es mir eigentlich immer wünsche. Und ich finde für L'Oreal war der Preis auch ganz okay. Also 6,50 Euro ungefähr kostet das. Okay, dann mache ich direkt weiter mit den Augen. Und zwar habe ich hier den NYX, NYX, ah nein, sorry, NYX Jumbo Eye Pencil. Das ist die Farbe 617 Iced Mocha. Sieht total aus wie On and On Bronze von den Maybelline Color Tattoos. Ist allerdings noch ein kleines bisschen leichter aufzutragen. Nachteil ist aber, hält nicht ganz so sehr wie die Color Tattoos. Aber hält trotzdem gut, wenn man es mit Puderlidschatten settet. Dann läuft es. Es läuft. Ich verblende das Ganze einfach nur mit meinem Zeigefinger ein bisschen nach oben hin. Und dann kommt als Puderlidschatten in letzter Zeit bei mir entweder etwas aus der Catrice Absolute Nude Palette oder aus der Essence All About Nude drüber. Oder aus meiner Naked Palette, so wie eigentlich immer. Und ich habe mich jetzt heute einfach mal für die Catrice Absolute Nude entschieden, weil die wirklich leicht zu bekommen ist und ich denke auch sehr viele von euch haben die. Und ich nehme hier die dritte Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe aus der Palette, und trage die jetzt einfach so ziemlich aufs gesamte bewegliche Lid auf. Das ist eine schöne, leicht schimmernde, ja,
Ja, so bräunliche Farbe. Ganz genau mein Ding. Total stinklangweilig. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch einfach mit dem Finger machen. Das funktioniert ganz genauso gut. Vielleicht sogar besser. Und diese zweite Farbe hier nehme ich jetzt auch auf den Applikator. Und die kommt so ein kleines bisschen in den inneren Augenwinkel. Dann habe ich mir gerade gedacht, nehme ich noch auf so diese Seite von dem Applikator wieder ein bisschen was von der ersten Farbe. Und das kommt so an den unteren Wimpernkranz. So auf die äußere Hälfte. Und dann nehme ich von dem P2 Impressive Gel Kajals, yep, schon wieder, die Farbe 020. Ah, shit, nein, das ist die falsche. Das ist Dramatic Brown. Ich will aber Also das ist jetzt Dramatic Taupe. Die sind extrem ähnlich verpackt, aber das ist die Farbe 030. Und ich benutze die jetzt einfach als Eyeliner. Ich finde es ab und zu ganz hilfreich, wenn man das Lid so ein bisschen straff zieht. Kann man die Linie vielleicht ein bisschen leichter malen. Ich gehe echt vom inneren Augenwinkel bis zum äußeren. Also nicht irgendwie nur so zwei Drittel des Auges, so mache ich das ja normalerweise gerne, sondern einfach nur das ganze Auge. So. Und dann nehme ich einen schwarzen Kajal und ratet mal, was für einen. Und der kommt diesmal allerdings nur an die obere Wasserlinie. Also das ist dieses Tightlining. Und mich haben ein paar Leute gefragt, ob ich mal ein eigenes Video darüber drehe, aber nee, weil das ist echt. Also ihr wisst ja, da wo die Wasserlinie sich befindet, wie der Name schon sagt, das ist da, wo es so ein bisschen nasser ist. Also so diese innere Linie vom Lid, da wo auch so diese Wimpern dran sind. Das war eine super gute Erklärung, sorry. Auf jeden Fall, da geht ihr dann einfach drüber und manchen steht's nicht. In der Regel ist es so, je größer eure Augen, desto mehr kann euch dieses Tightlining stehen. Weil bei großen Augen halt häufig diese Linie auffällt, vor allem so oben, auch wenn man die Wimpern getuscht hat, dann ist da auf einmal irgendwie was Helles zwischen. Und dann ist es ganz cool, wenn man mit einem schwarzen Kajal nochmal da drüber geht. Probiert es einfach mal aus. Also ich denke, oben steht es so gut wie jedem. Unten ist es mal so, mal so. Also es kann die Augen verkleinern, es kann aber besonders runde Augen auch so ein bisschen schöner machen, ein bisschen länglicher machen. Mascara. Ich habe hier die View Power Volume Mascara. Das ist auch die, die ich euch in meiner Make-up-Bag gezeigt habe, in meinem Make-up-Bag-Kurzdruck-Video. Ich war erst total skeptisch, was diese Mascara angeht, weil sie ein, ich finde, sehr merkwürdig aussehendes Bürstchen hat. Aber sie verlängert, ganz ehrlich, so gut wie kaum eine Mascara, die ich jemals benutzt habe. Und ich wurde so häufig auch auf Instagram von euch gefragt, was für eine Mascara ich denn tragen würde. Und das ist halt diese hier. Und das ist nicht Schleichwerbung, weil ich zugegeben habe, dass ich sie geschenkt bekommen habe. Schleichwerbung wäre, wenn ich das nicht gesagt hätte. Okay, Mascara ist fertig. Jetzt kommen Augenbrauen. Ich bürste sie ein bisschen durch. Und ich wurde in letzter Zeit so oft gefragt, ob ich irgendwas an meinen Augenbrauen verändert hätte. Und das Ironische ist, ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich habe sie einfach noch mehr wachsen lassen und zupfe sie weniger. Wenn ich eine totale Nahaufnahme machen würde, dann würdet ihr das auch sehen. Aber ich versuche sie jetzt halt einfach so sehr in Ruhe zu lassen, wie es nur geht. Achso, der Augenbrauenstift, den ich hier benutze, der kommt von Manhattan. Der Eyebrow Pencil in 93D hat für mich nur einen einzigen Nachteil. Er hat nämlich kein Bürstchen. Ist nicht ganz so schlimm, ich habe ja mein eigenes. Und dann kommt die Style & Care Gel Mascara von Rival de Loup mit Kaviar-Extrakt, aha, und Panthenol. Und dann kommen wir zu Bronzer. Und zwar habe ich hier diesen 020 Pure Instinct Essential Bronzer aus der P2 Catch the Glow Limited Edition. Wenn ihr die noch irgendwo findet, dann schnappt euch diesen Bronzer. Der ist wirklich super. Und angeblich ein Dupe zu Hoola von Benefit. Er ist matt. Er hat eine sehr schöne Farbe. Er ist nicht so orange. Und er lässt sich toll verteilen.
Okay, dann könnt ihr entweder das hier machen oder ihr lasst es einfach bleiben. Das geht auch. Ey, der Schlüssel, ey, ist einfach echt probiert so viel wie möglich aus. Experimentiert mit eurem Gesicht rum, weil man echt überrascht sein kann, was einem am Ende am besten steht. Ist für mich aber, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen, immer noch ein bisschen ein Mysterium, wo Bronzer hingehört, wo Rouge ganz genau hingehört. Am Ende klatsche ich es halt einfach irgendwo ins Gesicht. Und dann habe ich in der Regel immer entweder P2 Beach Beauty, auch aus dieser Catch the Glow Limited Edition, oder Benefit Coralista aufgetragen. Also eigentlich ein und dieselbe Farbe. Heute benutze ich mal Coralista. Ich glaube, ich habe letztens den aus der P2 LE verwendet. Also, damit es gerecht ist, kommt heute Coralista. Wunderschönes Peachy Rouge. Super schön schimmernd. Okay, und als letztes kommt das, worauf ich mich am allermeisten gefreut habe. Und zwar ist das von L'Oréal einer von diesen Caress-Glossen, glaube ich, heißen die. Ich habe die Farbe 300, Juliet. Ich habe das Teil jetzt noch nicht ganz so unglaublich lange getestet, aber bisher bin ich unglaublich zufrieden und ich finde die Farbe richtig schön. Also ich zeige es euch einfach mal. Das ist so ein cooles Produkt, weil es halt dieses glossige Finish hat, aber es hält länger als ein Gloss, weil es so eine Art Stain ist und es lässt sich schön auftragen. Ich finde, das Gefühl auf den Lippen ist auch sehr angenehm, sehr feuchtigkeitsspendend, ein kleines bisschen klebrig vielleicht, aber ich kann damit leben, weil ich den Effekt halt super schön finde. Okay, das ist meine aktuelle Make-up-Routine. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und ich habe am Ende, wie versprochen, noch diese kleine Babylips-Verlosung hier. Also, wenn ihr diese Geruchs-Geschmacksrichtung Mint Fresh gewinnen wollt, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, in dem das Wort Lippenpflege vorkommt und ihr müsst den Kanal halt abonniert haben, Video einen Daumen hoch gegeben haben, bla bla bla, so wie immer. Ihr findet alles in der Infobox. Den zweiten verlose ich im Moment auf Facebook, also da könnt ihr auch vorbeischauen und auch teilnehmen, falls ihr eure Gewinnchancen erhöhen wollt. Ich dachte, ich teile das auf, weil manche kein Facebook haben, manche haben keinen YouTube-Account. Wir sehen uns vermutlich am Mittwoch wieder um 17 Uhr, so wie immer, in letzter Zeit zumindest. Macht es gut und noch einen schönen Sonntag. Ciao! Das ist total ätzend krank. Unten ist es so eine Sache, es kann halt die kleinen. Okay, okay. Okay, das ist meine aktuelle Make-up-Routine.